Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ist schon wieder ein bisschen her. Ihr erinnert euch, wir waren auf dem Messegelände 0-100. Wie geht's am schnellsten? Das hört sich so an, als wenn wir gerade einen Auspuff verloren haben. Haben wir damals mit dem Award gemacht. Ich glaube, Oktober oder November war das. Und jetzt, heute, geht es tatsächlich weiter in die nächste Runde mit Heckantrieb. Wird also ein bisschen actionreicher. Jetzt seht ihr hier diesen wunderschönen Porsche. Jetzt muss ich erstmal Danke sagen an unseren Kameramann Maxi, dass er uns sein Fahrzeug dafür zur Verfügung stellt. Ja, sehr gerne. Hast du dir gut überlegt? Ja, weiß ich noch nicht. Nein, unser Bestand an Heckantriebfahrzeugen ist einfach so klein, dass dieses Fahrzeug dafür bestens geeignet ist. Weil Heckantrieb, Mittelmotor, Automatik, das heißt, wir können normal losfahren, wir können mit Launch Control losfahren. Ja. Und wir können selber schalten und schalten lassen. So, kurz zum Auto. Hast du mittlerweile auch schon ein Jahr oder so? Dreivierteljahr, genau. Eigentlich, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, Porsche Cayman S. Richtig. 2,5 Liter Boxermotor, Vierzylinder Turbo. Genau. Turbo. So, schön wäre es, wenn man irgendwas sehen könnte, wenn ich euch irgendwas zeigen könnte. Können wir aber nicht, weil man sieht nämlich wirklich rein genau gar nichts. Richtig. Ist halt Mittelmotor, ne? Der Motor ist ja da drin verpackt. Komplett weg. Ja. Optisch brutal. Also gerade so diese Perspektive von vorne, ne? GT4 Schwert, GT4 Spoiler und einen anderen Diffusor, ne? Ja. Habe ich korrekt erzählt? Ja. Ja, also optisch muss man schon sagen, ist schon eine Waffe, das Ding, ne? Ja, gefällt mir auch gerade von hier vorne so. Kann man machen, ne? Sieht schon ganz gut aus. Vor allem, wir waren ja letztes Jahr schon einmal damit auf dem Bilzer Berg. Genau. Und fuhr auch gut, ne? Was halt brutal viel ausgemacht hat, ist der Tag, wo du von Salem ein paar Horn-Air-Federn eingebaut hast. Die Gewindefeder, ne? Gewindefedern vorne, genau. Drin, weil die Tiefe, ne, dafür, dass das nur Gewindefedern auf TÜV-Höhe sind, ist halt wirklich brutal. Ne? Ja, wir parken gerade aber auch sehr gut hier. Also wir hast du wieder auf Centi genauso hingestellt, dass es maximal tief aussieht. Ne? Genau. Okay, PS? 350 Serie. 350? Ja. Und ist voll Serie, also keine Downpipe, kein Auspuff. Gar nichts. Gar nichts, 100% Stock. Jetzt muss man auch dazu sagen, ist noch ein recht neues Auto. Würde ich wahrscheinlich sogar auch so machen. Ich bin ja mittlerweile auch so einer bei Alltagsauto, ist ja dein Alltagsauto. Ja. Perfektes Alltagsauto, wer kennt es nicht? Ja, ich werde den Winter nicht vergessen. Jeder, der so ein Auto kennt. Winter, guck mal auf die Scheibe. Die geht halt runter beim Aufmachen. Ja, das heißt, wenn es jetzt warm ist tagsüber, es schmilzt, nachts wird es kalt, dann friert das gerne zu. Ja, aber ist ja Garagenfahrzeug, ne? Ja, gar keine Probleme gehabt. Bevor wir losbrettern, müssen wir das Ding einmal wiegen, damit wir unsere Glaubwürdigkeit nicht verlieren. Ja, und natürlich. Ich glaube, das Ding ist leicht. Weil Porsche verspricht ja mit Vierzylinder und Mittelmotor, dass die Autos umso besser fahren. Und das will ich jetzt wissen. Was soll der ungefähr wiegen? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt ganz grob in Richtung 1,4 tippen, 1,5. Also, wenn er unter 1,4 wiegt, dann wäre ich wirklich begeistert. Ja, ich glaube, das schaffen wir nicht. Ja, ich bin schon gesehen. Nee, nee, ist gut. Ah, okay. 1447. Ja. Was sagt der Tank? Viertel, glaube ich, ist drin. Viertel, okay. Ja, ja. Also leer 1425 Kilo. Schon schwer, finde ich, für einen Vierzylinder Mittelmotor. Andererseits zeigen wir euch gleich auch volle Hütte. Ne? Ist halt ein bisschen was drin mit Airbags, Klima, volles Programm. So, okay, komm her. Aber ab geht's aufs Messegelände. Ein bisschen ballern. Jawohl. Boah, gefällt mir. Kann man sich dran gewöhnen, ne? Also Platz nach hinten ist halt Fehlanzeige. Ah, GoPro-Halter hier. Ja, ich weiß auch. Ich weiß nicht, wie der da hinkommt. Ist Rentnerfahrzeug, ne? Ja, ja. Okay, verstehe. Ne, Innenraum wirklich. Also ich persönlich bin ja ein Fan noch von klassischen Armaturen. Also eine Mischung aus digital, ich weiß, du bist ja eigentlich eher so ein Digitaltyp, ne? Und klassischen Armaturen. Und diese kleinen Rädchen, die feiere ich halt auch immer. Ja, das ist dieses Sport-Chrono-Paket. Mit der Uhr in der Mitte, ne? Ja, genau, da kannst du darüber direkt deine Fahrmodi einstellen. Und was halt Porsche immer ist, wo ich mich jedes Mal wieder dran gewöhnen muss, Zündschlüssel links, ne? Ja. Das ist halt krass. Ja, aber es ist halt früher von, wenn ich mich nicht irre, aus dem Rennsport, weil die Fahrer früher erst noch ins Auto einsteigen mussten oder sowas. Wie so beim Le Mans Start, ne? Wo ja, genau. Dings. Hinrennen und dann können sie halt beim Einsteigen auf der linken Seite schon anschalten, bevor sie erst rumgreifen müssen. Bevor wir jetzt zum Messegelände ballern, gönnen wir
dem Fahrzeug noch ein bisschen Service. Und zwar, was viele gar nicht wissen, ich selber bin ja mit eBay groß geworden. Das heißt, mit unserem Alos eBay-Account haben wir fast 100.000 Bewertungen. Wenn es um Autoteile geht, ist eBay immer noch meine Plattform Nummer 1. Dafür, dass das Auto zur Verfügung gestellt wird, haut eBay jetzt nämlich ein paar Sachen raus. Und zwar bestellen wir jetzt mal ein bisschen Teile hier. Würde ich mal vorschlagen. So, die erste Sache, die auf jeden Fall ich gleich gesehen habe. Man kennt deinen Fahrstil, ein paar Reifen hinten. Ja. Brauchen wir, ne? Aber, was soll denn das jetzt heißen? 2,65, 5,30 Michelin, buff. Was ich halt nach wie vor bei eBay immer cool finde, deswegen mache ich das auch wirklich aus Überzeugung, eBay hat immer eine gesunde Mischung aus Gebrauchten als auch Neuteilen. Ich habe damals eBay auch viel genutzt. Ich werde es nie vergessen, jeden Sonntagabend vorm Rechner gesessen, weil da die meisten eBay-Auktionen ausgelaufen sind. Ja, man kennt das immer so 20 Uhr rum oder so. Immer sowas. 18 bis 20 Uhr. Immer um die Uhrzeit die ganzen Inserate ausgelaufen. Ich habe viele Autos damals geschlachtet. So bin ich mit eBay eigentlich groß geworden. Deswegen gucke ich bis heute bei eBay immer. Und dementsprechend kann man relativ schnell immer auswählen, ob neue oder gebrauchte Reifen. In dem Fall gönnen wir natürlich zwei neue Reifen, weil wir wollen ja eine maximal geile Zeit in Asphalt brennen. Und deswegen Michelin Pilot Sport 4S Reifen. Perfekt. So, die einmal in den Warenkorb, dann Bremse vorne. Bremse vorne könnten wir mal machen, jawohl. War letztes Jahr auf dem Bilzer Berg schon so, dass ich eigentlich gesagt habe, boah, Maxi, die muss gemacht werden. Ja, ging noch. So ist jetzt nicht. Und das Coole ist nämlich, bei eBay könnt ihr nämlich auch Originalteile kaufen. Das heißt, ganz oft inserieren auch Händler Originalteile zu extrem guten Preisen. Ah, das sehe ich gerne. Das ging schnell. eBay hat schon geliefert. 2,65er Michelin-Pellen. Nach wie vor finde ich übrigens Michelin schönster Reifen. Bremsbeläge auch am Start. Texter sind übrigens die Originalbeläge in dem Fall. Ich würde sagen, jetzt geht's ab zu Fabio. Kleinen Service-Porn und dann geht's auf das Gelände. Los geht's. Montage, alles geklappt? Ja, lief gut. Ich habe gesehen, du hast die Reifen auch schon ein bisschen eingefahren bisher. Ja, ja. Läuft schon, okay, ja, geil. Also, was müssen wir beachten? Erstmal, wir wollen heute gucken, beziehungsweise jetzt, 0-100, wie es am schnellsten geht. Ob das Auto das am besten mit Launch Control, ohne Launch Control, einfach reintreten, fahren und so weiter. Das werden wir testen. Ja, wollen wir mal einen kleinen Soundcheck machen. Klappe auf. Ja, wir. Er klingt besser, finde ich, im S-Modus auf jeden Fall. Also hier hast du ja... Ah, ja, hört man gleich. Ja, die Drehzahl... Ja. Mhm. Serienauspuff? Alle Serie. Krass. Witzig ist auf jeden Fall dieser Vierzylinder-Sound hier drin. Ne? Also dieses Vierzylinder-Boxer-Geräusch. Gleich ganz anders, ne? Ja. So, okay, ich würde sagen, als allererstes machen wir einfach mal Folgendes, mal zum Warmwerden. Wir machen einfach gar nichts, rollen einfach nur los, Vollgas und gucken, was bei rauskommt. In was für Modus willst du das alles immer machen? Ja, okay, wir können ja mal mit D anfangen. Schaltet der in früh oder später? Früh. Früh, okay. Dann fangen wir einfach mal mit D an. Okay, Vorführeffekt, gleich erster Lauf. Keine Ahnung, warum Box ausgegangen. Box aus, ja. Einmal neu gestartet. Also witzig war auf jeden Fall, wie er schaltet. Also wie er losfährt. Der fährt ja trotzdem so... Schon so mit schleifender Kupplung los, ne? Ich dachte schon, du bist gegen Bremse gefahren oder so. Nee, er war einfach nur losgelassen. Was hast du so an Verbrauch mit dem Auto? Also wenn du den zügig fährst, nimmt er schon mal gerne 14 plus. aber wenn du Langstrecke auf der Autobahn bist, kriegst du den auch mal ganz entspannt auf 8 Liter. Ah, okay. Weil ich könnte mir auch vorstellen, der Vierzylinder,
dass man den ein bisschen sparsamer kriegt. Also, nächster Try. Hat auf jeden Fall einmal kurz das ESP geblinkt. Ja, wir gehen direkt mit einer 4,4 ins Rennen. Ja. 4,3. Da kann man doch schon mal mit arbeiten, oder nicht? Ne? Das ist in Ordnung. Okay, jetzt ist es natürlich bei dem Fahrzeug so, der fährt natürlich schon so einfach, so perfekt, dass ich da mal gespannt bin, ob es überhaupt jetzt noch eine Steigerung mit der Launch Control am Ende gibt. Ich auch. Weil das war ja wirklich so, also ich habe wirklich nichts gemacht, außer Bremse runter, Vollgas gegeben, dann fährt er wirklich so mit schleifender Kupplung los. Und das fühlte sich schon echt gut an. Ich habe für ganz am Ende habe ich übrigens noch was vorbereitet, davon weißt du noch gar nichts. Echt? Mhm. Oh, Backe. Wir werden noch ein bisschen Luft ablassen hinten. Ach ja, klar, okay. Ja, das geht ja noch nicht. Ich habe schon mit Slicks, mit Slicks gerechnet, Heizdecken. So, jetzt sagst du, nächster Step wäre Sport. Ja, oder halt Sport Plus. Wo ist der Unterschied? Ich glaube, in Sport Plus müsste er noch mal aggressiver schalten. So, wir machen wieder genau das Gleiche. Vom Fuß runter und Gas. Jawohl. Nicht schnell das Ding, ne? Das ist okay, oder? Alter, 4,1 für den Koffer. Vor allen Dingen hier zu zweit. Ich meine, klar, frische Pellen drauf. Das macht immer schon mal viel aus. Dann natürlich hier bei uns auf dem Messegelände ist das natürlich auch eine Strecke, die immer schön, ich sag jetzt mal, sauber ist. 4,1, 0,100. Ohne Launch, ohne Schalten, ohne alles. Ich bin auf Launch gespannt. Also ich habe noch nie Zeiten gemessen, keine Ahnung. Das, Ja, vor allem ist es ja wirklich bei dem Auto so. Also da bin ich selber gerade ein bisschen sprachlos und noch ein bisschen geflasht. Du musst ja wirklich einfach gar nichts machen. Also gar nichts machen im Sinne von, das funktioniert, das ist dann halt eben Porsche, das funktioniert genauso einfach perfekt. Also alles, was ich hier jetzt selber machen würde, macht das im Zweifelsfall schlimmer. Mhm. Wie ist das bei Launch gleich? Muss ich da dann selber schalten? Oder? Kannst du dir aussuchen. Es geht beides. Also geht beides, okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt als nächstes erstmal eine Sache. Weil er hat kurz mit der Lampe geblinkt. Mhm. Ich würde sagen, wir machen noch einmal ESP aus und machen das gleiche nochmal. Ja, wir haben die Möglichkeit ESP aus und ESP Sport. Ja, wenn, dann machen wir gleich aus. Aus, okay. Denn dann wollen wir hier das gar nicht mehr regeln. Also, gleiches Spielchen wieder. Einfach nur D, Sport Plus hat er, ESP ist aus. Und ich würde sagen, los geht's. Ja, siehst du, das ist nämlich genau das, was ich euch eben gerade noch erklärt habe. 4,3. Hat man auch gemerkt. Ja. Man hat auch gemerkt, er hat durchgedreht. In dem Moment hat er selber angefangen hochzuschalten. Und schon ist es langsamer. Also ein typisches Auto, welches einfach am besten funktioniert, wenn man einfach sich nur reinsetzt und Gas gibt. So, das Gleiche probieren wir auf jeden Fall gleich nochmal einmal mit manuell schalten. Weil ich bin der Meinung, wenn wir anrollen und relativ schnell den zweiten schalten, bevor er anfängt durchzudrehen, dann könnte es sogar sein, dass wir da noch ein paar Sekündchen rausgeholt kriegen. Sympathisch finde ich auf jeden Fall, du guckst in den Spiegel und siehst eigentlich nur Spoiler, ne? Ja, wenn die Sonne hinten rausguckt. Man sieht aber natürlich noch genug vom Verkehr, muss man dazu sagen. Ja, ja. Ja, ja. Würde ich jetzt auch sagen. Ja, wirklich. Interessant wäre auch echt mal, was so ein Ding wohl auf dem Bilzerberg fährt, ne? Weil mit der Gewichtsverteilung, dem Gewicht, mit dem Reifen drauf und so, also unter 2 Minuten fährt das Ding auf jeden Fall. Oh, meinst du? Ja, ja. Ziemlich sicher. Also, wenn man da richtig rangeht, fährt er auf jeden Fall unter 2 Minuten. Also, manuell, ESP off. Ich trete wieder nur, gehe von der Bremse, trete rein und sobald ich merke, er fängt an durchzudrehen, versuche ich mal hochzuschalten. Ah, nee, das war zu früh. Ja, also das kriegen wir definitiv selber nicht besser als der Computer hin. Also da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal gelernt, schnellste, was man machen kann, in dem Fall bei einem Serienauto, einfach nur reintreten und das Ganze so regeln lassen, wie es gewohnt ist. Okay, das heißt jetzt nächster Step ist theoretisch Launch, Sport Plus. Ja, Sport Plus muss man für Launch, also die geht nur im Sport Plus Modus. Und da gibt es auch ESP an und aus? Nee. Ist immer aus, ne? Es gibt dann diesen PSM-Sportmodus,
Und da drin gibt es dann den Launch-Control-Modus. Mhm. Und mit ganz aus? Mit ganz aus gibt es das nicht. Ah, okay. Das heißt, die Launch-Control funktioniert schon nur mit ESP an, also in diesem Sportmodus. Genau. Ja, aber das Auto begeistert mich irgendwie. So, okay. Willst du automatisch schalten lassen oder manuell schalten? Ja. Okay, dann genauso. Dann müssen wir jetzt hier prinzipiell einmal nur halb gedrückt lassen. Mhm. Dann ist er in dem PSM Sportmodus. Mhm. Und jetzt kannst du Bremse voll durchtreten und Gas voll durchtreten und dann ist Launch Control. Weil eigentlich muss er jetzt unter 4 fahren. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was weg sein wird. Aber ich habe nicht geschaltet. Also er hat wirklich selber geschaltet. Also ich fand direkt war zu früh. Man hätte den ersten länger stehen lassen müssen. Ne? Aber was schon mal krass ist, ist, ich finde nicht, dass er besser und schöner losfährt mit Launch. Es ist zwar der erste Schlag, ist zwar erstmal kurz ein bisschen heftiger, ne? Aber sonst hat dieser Motor auf jeden Fall einfach genug Leistung, dass man den einfach laufen lässt. Ja, also fand ich auch. Ist so ein typisches Auto, wo man die Launch-Kontrolle gar nicht unbedingt braucht. Aber ich macht was her, die Launch-Kontrolle. Ja, ja, klar. Vor allem, der war kurz fassungslos. Der launcht ja wirklich bei 6.500 irgendwie. Ja, sowas. Also akustisch und so finde ich das schon in Ordnung. Es macht, wie gesagt, irgendwie was her. Ich meine, eine 4.2 ist zu zweit immer noch gut. Wobei ich sehe gerade an den Werten, was interessant ist, die 0.60 war so definitiv schneller. Mit Launch? Mit 2.10, ja. Das heißt, okay, der erste Moment war schon besser. Das heißt, es könnte wirklich gleich sein, Master Dinge Launch mit selber schalten. Das ist der finale Test jetzt. Was auf jeden Fall schon mal cool ist, ist Werksangabe 4,2 bis 4,4 Sekunden mit PDK. Ne? Mhm. Da sind wir natürlich genau drin. Ne? Ja. Ah, ich bin schon gespannt jetzt hier. Mal ein bisschen was rauskitzeln hier. Also, wenn ich das richtig verstanden habe. So. Genau, PSM Sport ist an. Und jetzt musst du, wie gesagt, über Wippen dann selber schalten. Das kriege ich hin. Okay. Zeit, würde ich sagen. So, das war jetzt auch gerade so, da geht nicht mehr viel. Also ich hat sich auch so angefühlt. Das war wirklich so auf Punkt losgefahren und die ganze Zeit geguckt, gemerkt, nee, noch ein bisschen bleiben, warten, bumm, nächsten. Und zweiter dann auch durchgezogen. 3,93. Okay, krass. Da sind wir schon saftig mit dabei. Das ist nur ganz okay Zeit, wie ich finde. Ja, unter 4, man darf ja auch nicht vergessen, nur 350 PS. Ja. Plus das Gewicht plus Heckantrieb ist schon geil. Also ist definitiv ein Ersatz zum 911er, das muss man auf jeden Fall sagen. Ne? Vor allem jetzt kommt ja noch dazu, theoretisch ist das Ding ja potenziell die perfekte Basis, um hier jetzt mit ein bisschen Tuning anzufangen. Ne? So. Ja, cool. Ja. So als Boxer mit Turbo und so, da will ich nicht wissen, was da geht, wenn man da erstmal irgendwie ein Upgrade-Turbo und so weiter draufsteckt. Ne? Ja, aber es ist halt nervig dran zu schrauben, weil du kannst halt quasi gar nichts machen. Ja, ja. Nee, klar, Schrauben ist natürlich ein bisschen nervig, aber wenn man da Bock drauf hat, geht da glaube ich ziemlich viel. So, okay. Ja, siehst du, jetzt haben wir nämlich die 060 auch nochmal verbessert auf 2,06. Was halt auch krass ist bei einer 3 Sekunden ist, wir haben 0,100, 65 Meter. Ne? Das ist halt wirklich, wenn man sich so überlegt, 65 Meter. In der Schule früher hat man, wenn man angefangen hat, ist man 50 Meter gesprintet. Kann schon was. Ah, ich freue mich gerade auch ein bisschen. Unter 4 ist natürlich immer geil. Ja. Weiß nicht. Ich finde Stammtisch gut. Ja. Mein Porsche, 3,9. Dreierzeit. Jetzt kommst du. Ja. Wolltest du jetzt nochmal. Wir lassen jetzt einmal Luft ab, um mal zu gucken, ob man da ein bisschen was holen kann. Und dann nochmal einmal alleine und dann sind wir auch schon wieder durch hier. Kannst du auch den Sound wenigstens noch einmal von außen genießen? Jawohl. Habe ich noch nie. Nie gehört von außen? Nee. Okay, ja, dann. Das ist so mit das Geilste, was es eigentlich gibt. Ja. Wenn man so sein eigenes Auto mal von außen hört in dem Moment. Also das ist schon. Das steht schon ganz oben auf der To-Do-Liste auf jeden Fall. Vor allem gerade hier zwischen den Messerhallen. Ja, das klingt immer besonders gut hier mit der Akustik. Lässt du jetzt Luft nur hinten ab? Oder ja, ja, klar, nee. Okay. Nur hinten. Ja, 2,7. Ja, krass. So, ich würde dir das jetzt mal ablassen auf 1,5. Da musst du natürlich, wenn wir gleich fertig sind, natürlich direkt wieder Luft drauf machen. Ne?
So, das wird jetzt richtig spannend. Bin ich fast selber ein bisschen aufgeregt hier. Ob es wirklich was bringt oder nicht, weil im letzten Video, wo wir die 0-100 getestet haben, auch mit Heizdecken, da war ja nicht wirklich was zu holen. Also das sind wirklich Nuancen, die eigentlich kaum Unterschied machen. Deswegen, ja, aber witzig ist, Überprüfung funktioniert, er zeigt sofort ein minus 1 Bar an, die wir gerade abgelassen haben. Lass mich noch einmal ganz kurz anschneiden. Ja, ja, alles gut hier. So, wir machen wieder. Genau, wir müssen ja eigentlich gar nichts ändern. Ne? Gleiche Programm wie eben. Okay. Ich hoffe, der macht das jetzt, wenn er das hier anzeigt. Ja, 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 ist ein Porsche. Ja, ja, ja. Der macht das schon. Okay. Das hat er selber geschaltet gerade. Echt? War trotzdem eine 4-1. 4-1. Die 060 war allerdings nicht besonders besser. Mhm. War eine 2-1. Da muss ich wahrscheinlich einen Tucken zu lange im ersten draufgestanden haben. Und in dem Moment hat er eine Zwangshochschaltung. Und will dann doch hochschalten. Wie hat es sich für dich von den Reifen her angefühlt? Kein Unterschied geweckt. Okay. Wir sehen auch an der 060, das ist halt so diese typische Launch Control Zeit. Das heißt einfach nur, wie das Auto auf den ersten Metern losfährt. 2,06 zu 2,1, das ist für mich weder eine Verbesserung noch was das ist. Okay. Kann natürlich sein, dass da der Schaltvorgang mit drin ist. Glaube ich allerdings nicht, weil ich glaube, wir schalten erst später. Okay. Das heißt, das Ganze müssen wir nochmal einmal schnell testen. Auf ein neues. Für 1. Das ist die gleiche Zeit exakt wie eben, oder nicht? Ja, nee, 2,09 immerhin. Ah, die 060 Zeit, ja, ja. Okay. Also es fühlt sich so an, als wenn er minimal besser wegkommt. Das ist aber, wenn dann, wirklich nur minimal. Also da würde ich mal getrost behaupten, weil ganz viele denken immer, weniger Luftdruck gleich viel mehr Traktion. Kann man jetzt aus dem Stand raus definitiv nicht, also kann ich nicht bestätigen. Ist natürlich garantiert auch ein bisschen reifenabhängig. Der eine Reifen hat eine härtere, der andere hat eine weichere Karkasse. Ja. Je härter die Karkasse ist, je weniger bringt es natürlich Luft abzulassen. Ja, und jetzt nochmal alleine oder was? Jetzt kannst du das Ganze noch einmal von außen alleine nennen. Was ich finde, was man sofort mit weniger Luftdruck merkt, ist, wie viel weicher da hinten ist. Ja. Der fährt nicht mehr so, guck, wenn ich hier durch so ein Schlachtloch durchfahre. Aua. Nee, ja. Ist ja jetzt gar nichts mehr so. Ja, das stimmt. Also jetzt merkt man richtig, wie der Reifen so ein bisschen anfängt zu arbeiten. So, ich bin gespannt. Jetzt geht's los. Also jetzt ultra witzig. Ich bin mal gespannt, ob ihr es akustisch auch gehört habt. Viel, viel, viel mehr durchgedreht als vorher. Also nur diese, sorry Maxi, 90 Kilo, die gerade ausgestiegen sind, haben schon gereicht, um das Auto viel, viel, viel mehr durchdrehen zu lassen. Krass. War jetzt 060 eine 2,05, minimal schneller. Das hat man auch gemerkt, wie er so durchdreht. 0-100 eine 3,9 wieder. Also 3,9 ist wirklich, ja, ich würde sagen, 3,9. Besser werden wir auf jeden Fall nicht. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was Maxi gleich sagt, wie sich das Ding angehört hat. Und? Wirklich klang? Gut, bin überzeugt. man hat sofort gemerkt, dass er viel mehr durchdreht. Echt? Ja, das hat man sofort gemerkt, fährt viel einfacher los, dreht mehr durch. 060, 2,05, also auch wieder im Hundertstelbereich schneller. 0,100, 3,97, Atömchen langsamer. Mhm. So, also ich würde sagen, damit wir jetzt noch bessere vergleichbare Werte kriegen würden, müssten wir das Auto jedes Mal kalt fahren und so weiter. Für auf die Schnelle würde ich sagen, geiles Auto. Danke fürs zur Verfügung stellen. Gerne. Wir können uns bei diesem Auto merken, einfach D drin lassen, alles anlassen, reintreten, losfahren. Seid ihr immerhin schon im 4,4 Sekunden Bereich. 4,3. Ich nenne es nochmal ein. Launch Control ist mehr was für die Akustik,
für die Eisdiele und für die Ampel, weil brauchen tut es dieses Auto tendenziell nicht. Liegt natürlich ein bisschen daran, Heckantrieb, fast jedes Auto mit Heckantrieb dreht einfach durch. Das heißt, dort braucht man gar nicht unbedingt die Launch Control, um loszufahren, weil wenn es durchdreht, kann auch eine Launch Control nichts mehr richten. Ja. Ja, so, jetzt ist ja noch eine Disziplin offen und das ist Allrad. Da müssen wir erstmal ein geeignetes Fahrzeug versuchen, weil das wird auf jeden Fall deutlich interessanter, weil beim Allrad, mit einem Allradstart, ist das immer noch mal ganz was anderes. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und bis zum nächsten Mal.